Wir hatten heute die Gelegenheit, die Gründerstudie vorzustellen. Die wurde durch Studierende des Masterstudiengangs Entrepreneurship unserer Fresenius University erstellt. Und das freut mich natürlich, dass so eine Arbeit nun eine große Öffentlichkeit findet. Und mir hat es viel Spaß gemacht, die wissenschaftlich zu betreuen und mit den Kooperationspartnern der IHK, den beiden großen Sparkassen und dem NUK Businessplan-Wettbewerb sowie unserem Alumni Michael De Fiegler von DTO Consult haben wir diese Studie gemeinsam erstellt. Ja, interessant war, dass wir eine Stichprobe von 365 Personen hatten, also ein hohes Feedback. Und es zeigte sich, dass neben den studentischen Gründern, die wir sehr viel kennen, in der Hochschule und auch mit unserem Inkubator Startplatz, es doch eine Vielzahl von Personen gibt, die dann schon älter sind, Mitte 40, und die dann aus dem Beruf heraus gründen. Und diese Personen gehen dann vornehmlich zu Sparkassen, zu IHK und lassen sich dort beraten. Also eine etwas andere Gründergeneration als unsere Hochschulabsolventen und Studierenden, die hauptsächlich dann doch im Startplatz gründen. Für uns war erstaunlich zu sehen, dass die jungen Personen, die gründen, sehr stark im Internet tätig sind, im E-Commerce, und sie haben daher auch relativ geringe Gründungshürden. Ja, häufig reicht ein PC und ein Arbeitsplatz in unserem Inkubator Startplatz, wo sie Unterstützung bekommen, wo sie ihr Wissen, was sie in der Hochschule Fresenius gelernt haben, anwenden können. Und dann legen die los, und vielfach wird dann sehr schnell etwas daraus, wie wir es bei Adloop, unserem Christian Ulitzka zum Beispiel, sehen, aber eben auch bei anderen. Wenn ich mir noch was wünschen darf, dann würde ich sagen, die fleißigen und sehr tüchtigen weiblichen Studierenden müssten noch mehr angeregt werden, dass sie Gründerinnen werden. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, und da sollten wir dafür sorgen, dass die Gründerszene nicht nur männlich dominiert wird.